In der Yogastunde heute möchte ich in solche Übungen gehen, die Energien vor allem in der Körpermitte sammeln, speziell für den Oberbauch. Und wie in der letzten Zeit gesehen, ist es so, dass wenn wir ein Thema im Fokus haben, es immer ganz viele Nebenwirkungen, positive Nebenwirkungen gibt. Und dann wird der Rücken besser, obwohl man den Rücken gar nicht im Fokus hatte und so. Ist es tatsächlich im Yoga zu sehen, nämlich ganzheitlich, dass man einen Impuls gibt, der in alle Richtungen wirkt und dem Körper und durch das Yoga praktizieren geholfen wird, eine Regulation herzustellen, Selbstheilungskräfte anzuregen, ganz gleich jetzt, wo man den Punkt setzt, kann man davon ausgehen, dass es umfangreich und ganzheitlich wirkt. Innerhalb der Stunde ist es dann auch schön, wenn ihr jetzt immer wieder zurückkommt zur Körpermitte, zum Oberbauch. Wir beginnen wie immer mit der Meditation. So wie es angenehm ist, die Hände nach oben ausgerichtet halten. Ineinander legen wir eine kleine Schale. Wenn es schwierig ist, in die Sammlung zu kommen, kann das etwas günstiger sein, als die Hände einzeln zu halten an den Seiten. Liegen bleiben die Hände einfach neben dem Körper, am Boden liegen, weisen hinauf. Ob nun sitzend oder liegend, in jedem Fall die Schultern hinabsinken lassen. Es kann sich auch lohnen, noch einmal die Schultern rückwärts zu kreisen, um die Schultern dann hinten unten zu lassen. Das Kinn so ein bisschen heranziehen, sodass der Nacken schön lang und weit wird. Unbedingt die Spannung aus dem Gesicht lösen. Es kann hilfreich sein, sich einen Moment vorzustellen, an dem man spontan, unerwartet etwas Wunderschönes sieht. Und so ein Aufatmen, ein entsteht, wie schön und augenblicklich alle Spannung aus dem Gesicht fällt. So ein ganz natürliches, inneres, entspanntes Lächeln entsteht. Vielleicht der Blick zur aufgehenden Sonne oder der Blick auf einen geliebten Menschen oder in den Sternenhimmel. Alle Anspannung löst sich aus dem Gesicht. Der Unterkiefer sinkt etwas hinab. Wangen und Mund entspannen sich. Schläfen, Stirn, weit und glatt. Die sanft geschlossenen Augen schauen entspannt, als würde man zum Horizont schauen, Weite zulassen. Die Entspanntheit des Gesichtes überträgt sich dann auf den ganzen Körper, den Körper dazu einladen, sich zu entspannen.
wahrscheinlich gibt es eine gewisse Sehnsucht im Körper nach Entspannung und Ruhe, sodass der Körper diese Einladung jetzt auch gerne und unverzüglich annimmt, sich einlässt, loslässt und beginnt, sich mit der Entspannung immer wohler zu fühlen. Das, was ich da lösen darf, kann ausgeatmet werden oder auch über den Kontakt zum Boden in die Erde abfließen. Höchst interessiert bleiben an den aktuellen Körperempfindungen. Auch auf Kleinigkeiten achten. Stück um Stück. Entspannt der Körper, lässt los, setzt in Freiheit, setzt sich selbst damit in Freiheit, öffnet sich und atmet auf. In den Füßen und Beinen Ausschau halten nach der Wahrnehmung von Entspannung. Wohlig, ruhig, warm, angenehme Körperempfindung. Im Becken und im Rücken nach einer Entspannung Ausschau halten, eine Erleichterung, einem Wohlbefinden. Allen selbst auferlegten Druck aufgeben. Bauch und Brust entspannt, ruhig, federleicht bewegt vom Atem, wohlig warm. Entspannung im Bauch und in der Brust. Entspanntheit in den Schultern und Armen, in den Händen bis zu den Fingerspitzen. Deutlich spüren, nicht mit Gedanken belegen, lediglich wahrnehmen. Hals und Schädel entspannt und ruhig, befriedet, angenehme Empfindung zeigen sich auch in diesem Körperbereich. Den ganzen Körper spüren von Kopf bis Fuß. Während der Körper in seiner Entspanntheit bleibt, gleichzeitig den Atem wahrnehmen und durch die Gleichzeitigkeit der Wahrnehmung von Körper und Atem eine solche Verbindung herstellen, dass es gut vorstellbar und nachvollziehbar ist, dass der ganze Körper mitatmet. Nicht nur die Lunge atmet. Der Sauerstoff verströmt sich über das Blut in den ganzen Körper
Und bildhaft kann der Atem durch den ganzen Körper wehen. Jede einzelne Körperzelle atmet, erfrischt sich mit dem Einatmen und lässt ausatmend los. Den Atem darüber hinaus nun begleiten, mit dem inneren Bild nicht nur Luft, sondern Licht zu atmen, Prana, Lebenskraft zu atmen und erlauben, dass lichte Lebenskraft in den ganzen Körper strömen darf. Körperzellen nehmen Sauerstoff und Lichtenergie in sich auf und erscheinen dann nach und nach selbst wie kleine Lichter. Der ganze Körper, ein Lichtermeer, Zelle an Zelle und Licht an Licht. Füße und Beine wie aus Licht gemacht, strahlend hell, Becken und Rücken, aufgehellt, durchlichtet. Bauch und Brust. Strahlen, warm, leuchten. Schultern und Arme, die Hände, Licht durchströmt. Der Hals und der Schädel, aufgehellt. Klar, angenehm, energievoll. Mit jedem weiteren Atemzug Kraft schöpfen, Licht atmen, sich aufhellen, jedes Energiedefizit ausgleichen. In die Fülle kommen, zu einem eigenen Zeitpunkt, wenn sich ein Erfülltsein zeigt, strahlt der Körper das Licht auch zu allen Seiten hin aus, sodass sich auch der Raum um den Körper herum aufhält. Aufgehellte Raum um den Körper herum schenkt Schutz, Geborgenheit, kann sich anfühlen wie eine Umarmung, kann das notwendige Vertrauen schenken, noch weiter loszulassen, sodass das Licht auch noch weiter in das Innerste vordringen kann, auch in solche Bereiche des Gemüts, die sich weit vom Lichtvollen entfernt haben, sich durch und durch durchlichten, nach innen hin und nach außen strahlen, so dass es möglich ist, sich nicht nur im Licht befindlich wahrzunehmen, sondern sich damit zu identifizieren, zu spüren, das Licht sein,
gehört zu mir. Bin ich in einem Lichtbewusstsein, aufgehellt, strahlend? Bin ich somit auch ganz bei mir? Das Licht ist mir nicht fremd. Es ist Teil meines ureigenen Seins. Darin bin ich geborgen. Für einige Momente noch ruhig atmend, in der Lichtzugewandtheit bleiben, im Lichtbewusstsein bleiben, im Licht atmen bleiben. Im Inneren, im Äußeren Licht. Unbedingt ehrlich die tatsächlichen Veränderungen wahrnehmen, die sich in der Selbstwahrnehmung und im Erleben des Augenblicks zeigen. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Grund dafür, sich darüber zu freuen, sich auf diese Weise wahrzunehmen. Den Atem wieder bemerken, etwas tiefer atmen und langsam mit dem tieferen Atmen wieder in Bewegung kommen, so wie es angenehm ist. Sich gemütlich bewegen, recken, strecken. Wer sitzt, streckt die Beine aus, ausschütteln, und wer liegt, kann die Beine heranziehen. Und dann hinaufkomme zum Sitzen. Wir hatten kurz vorher gesprochen, dass es durchaus gar nicht so leicht ist, Freundschaft zu schließen mit der Entspannung und mit der Meditation, speziell, und in eine Sammlung zu kommen. Und ich möchte euch einen Vorschlag machen, zu üben, als Vorstufe sozusagen. Heute scheint ja schön die Sonne, vielleicht sich ein Plätzchen zu suchen und im Sonnenlicht zu stehen, zu sitzen, wie auch immer. Und dann einfach nur im Licht zu stehen, zu sitzen und dieses Schöne aufzunehmen, wie schön, dass ich im Sonnenlicht bin. Wer hat Mühe an einem Urlaubstag, wenn man in der Sonne liegt, sich zu konzentrieren darauf, wie schön das ist, in der Sonne zu liegen? Das ist ganz natürlich, dass die Aufmerksamkeit gebündelt ist, dass man ganz dabei ist. Ah, ist das schön. Und solche Augenblicke zu kultivieren und diesen Augenblicken eine gewisse Leuchtkraft tatsächlich zu geben, indem sie wichtig sein dürfen, nicht beiläufig, nicht im Licht sitzen, und Licht atmen, das genießen und dabei denken, aber nachher muss ich das und das machen oder so und so. Sondern das ist dann das, was das Leben in diesem Augenblick erfüllen darf, was alles sein darf. Und das sind vielleicht 2, 3 Minuten oder so, und schon ist ganz viel von der Last, von der Gedankenlast, von dem ganzen Müssen und Sollen abgefallen. Mir fällt dazu eine kleine Anekdote ein von einem Nachbarjungen, der mir irgendwann erzählt hat,
dass er, wenn er eine unserer Katzen am Morgen auf dem Balkon sieht, wie die da sitzen und rumgehen, ist es sofort ein anderer Tag. Nur weil er diesen Anblick hatte, wie niedlich die Katzen sind, wenn die auf dem Balkon sind und in die Gegend gucken, dieser Augenblick. Na, den muss er bewusst wahrgenommen haben, wie schön das ist, das anzuschauen, dass das niedliche Tierchen da eben ist. Es geht nicht um die Katze, es geht um die Wachheit des Betrachters, der das so schön finden konnte, dass es eine Auswirkung haben konnte auf den ganzen, oder kann, auf den ganzen Tag. Es braucht nicht so riesen Brockenstücke. Man sagt, ich muss jetzt aber ganz lange, muss ich hier sitzen und Meditation üben. Es können kleine Einheiten sein, in denen das Bewusstsein wegkommt vom vielen Denken und in ein schönes Sich-Selbst-Erleben eintaucht mit dem oder dem, was da so vorkommt, und das strahlt in den ganzen Tag hinein. Ja. Also vielleicht macht das dann auch Freude. Und wenn mal nicht die Sonne scheint, dann ist es vielleicht die Tasse Tee, die man trinkt, Schluck um Schluck, und das genießen kann und ganz dabei ist. Wenn eins sein darf, dann geht es schon in die Richtung der Meditation und nicht währenddessen schon wieder den Augenblick zerdenken. Um zu beginnen mit den Übungen, wäre schön, wenn ihr euch umdreht mit dem Kopf zum Fußende und euch dann auf den Rücken legt. Denn wenn wir uns dann im Weiteren wieder umdrehen auf den Bauch, gucken wir wieder nach vorne und wir haben dann später den reibungsloseren Ablauf. Wenn ihr liegt, gehen wir in die Reihe von Pavanamukta. Pavanamukta ist eine gaslösende Übung, kann dabei helfen, diffuse Schmerzen auch aus dem Körper zu lösen, vertreibt Müdigkeit, Trägheit, gehört zu den wenigen Übungen, die auch auf einer weichen Unterlage durchgeführt werden können. Also man könnte das früh morgens auch schon im Bett machen, um so ein bisschen in die Gänge zu kommen. Um zu beginnen, die Füße schließen. Wir gehen in die Form als Kriya, also als bewegte Form, nicht als Asana, nicht statisch, sondern bewegen uns die ganze Zeit. Das rechte Knie mit einem Einatmen heranziehen und festhalten. Und aus, Kopf hoch. Nochmal tief einatmen. Nicht atmen und schaukeln hin und her. Das Anhalten der Luft ausreizen. Ist die Luft verbraucht? In der Mitte bleiben. Ausatmen, ausstrecken und durchatmen. Wieder Füße schließen, rechtes Knie tief ein, heranziehen. Aus, Kopf hoch, nochmal tief ein. Nicht atmen und schaukeln, Schultern weg von den Ohren, rollt so weit auf die Seiten, dass mal der rechte, der linke Oberarm zum Boden kommen kann. Ist die Luft verbraucht, in der Mitte bleiben, ausatmen, ausstrecken, durchatmen, loslassen, die rechte und linke Körperseite vergleichen. Nicht bewerten, nur zur Kenntnis nehmen, wie der Körper reagiert, was sich ändert. Schließen dann die Füße, das linke Knie, tief ein, heranziehen, fassen.
Aus, Kopf hoch, bleiben hier, nochmal tief ein. Nicht atmen und schaukeln, hin und her. Ist die Luft verbraucht, in der Mitte bleiben. Ausatmen, ausstrecken, durchatmen, loslassen. Noch einmal, Füße schließen, linkes Knie, ein heranziehen, aus, Kopf hoch, nochmal sehr tief ein, nicht atmen, schaukeln. Die Luft verbraucht zum eigenen Zeitpunkt, wieder mittig bleiben, ausstrecken. Wenn die Luft wirklich angehalten wurde, wird ein tiefes Durchatmen von alleine entstehen. Sollten sich Spannungen im Nacken zeigen, nochmal den Kopf hin und her rollen. Kann sein, dass das Heben des Kopfes Spannung verursacht hat. Der Kopf ist ja ganz schön schwer. Wir sind es durchaus nicht gewohnt, aus der Rückenlage den Kopf längere Zeit zu heben. Lassen den Kopf wieder mittig liegen. Gehen weiter, die Füße schließen, beide Knie tief ein, heranziehen, fassen. Aus, den Kopf hochheben, noch einmal sehr tief ein. Nicht atmen und schaukeln, so wie es gut geht. Ist die Luft verbraucht, Kopf und Rücken am Boden ablegen, ausstrecken, durchatmen. Füße schließen, beide Knie tief ein, heranziehen. Aus, Kopf hoch, bleiben hier, nochmal sehr tief ein. Nicht atmen, so wie es geht, vor- und rückwärts oder auch seitlich schaukeln. Den eigenen Zeitpunkt wieder abpassen. Ist die Luft verbraucht? Ausstrecken, loslassen. Und sofort umschalten auf Entspannung und Ruhe. Dehnen uns über die Rückseite, dafür die Füße schließen. Versucht die Lendenwirbelsäule zum Boden zu bringen, die Bauchmuskeln dafür anspannen. Das rechte gestreckte Bein tief ein, hinaufheben und festhalten, bleiben hier, ruhiger Atem. Linke Ferse gibt etwas Druck zum Boden, das Bein festhalten. Hinter den Beinen die Finger ineinander verschränken. Wenn ihr das Bein senkrecht und gestreckt halten könnt, ist das schon ein wunderbares Bewegungsausmaß. Ja? Wir spannen in drei Wiederholungen an, langsam mit einem Einatmen Druck aufbauen mit dem gehobenen Bein zu den Händen.
die Lendenwirbelsäule gedrückt zum Boden, spürt die Spannung. Und ausatmend langsam zuschauen, wie sich die Spannung löst, nicht rausfallen aus der Spannung, langsam Spannung raus. Nochmal tief ein, langsam anspannen, Rücken fest am Boden, kleinen Moment Spannung halten, Kinn wird herangezogen, nicht Kopf zurück. Aus, langsam loslassen, noch einmal. Tief ein, langsam anspannen, sich der Spannung bewusst sein und genauso beim Ausatmen sich bewusst sein, wie langsam, langsam die Spannung wieder vergeht. Nochmal gut durchatmen. Versucht bitte nochmal, ob ihr das Bein vielleicht jetzt so ein bisschen dichter heranziehen könnt. So gut es geht, über die Ferse dehnen, unterer Rücken fest am Boden, linke Ferse fest am Boden. Noch einmal tief ein, aus, ablegen, ausschütteln, rechte, linke Seite vergleichen, beobachten. Wo sich Weite entwickelt, wo es warm wird, wie sich die Körperempfindungen verändern, auch weil sich der Körper entspannt. Gehen in die andere Seite, die Füße schließen und das linke gestreckte Bein tief ein, hinaufheben, aus, festhalten, Finger verschränkt. Rechte Ferse gibt etwas Druck zum Boden, versucht die Lendenwirbelsäule flach zum Boden zu bringen. Und erst alle Luft raus, aus, aus, aus. Mit einem Einatmen langsam Spannung aufbauen. Beobachtet, wie sich die Spannung verändert, stärker und stärker wird. Und aus langsam, langsam rausgleiten aus der Spannung nochmal. Tief ein, langsam kontrolliert anspannen. Nicht in die Spannung hineinspringen. Beim Ausatmen auch langsam sein, nicht rausfallen aus der Spannung, langsam Spannung raus. Ein drittes Mal nochmal anspannen. Sich der Spannung bewusst sein, kurz halten, Stärke anspannen. Aus, langsam Spannung raus, durchatmen. Versucht bitte nochmal, ob das Bein vielleicht ein bisschen mehr Dehnung hergibt. Über die Ferse dehnen. Wenn nötig, verschnaufen, Druck und Spannung raus. Noch einmal gut durchatmen, aus, ablegen, ausschütteln. Liegen einen Moment locker da, spürt bitte nochmal. So oder so reagiert der Körper jetzt. Kein Abschweifen, bei dem bleiben, wie es ist. Drehen uns dann um, den linken Arm hinaufheben, den rechten Fuß aufstellen, dann ist es besonders leicht, sich über links herumzudrehen. Hände aufeinander, Stirn darauf. Loslassen, die Fersen kippen zu den Seiten, sehr flach liegen im Oberkörper und tief genug atmen, um zu verursachen, dass sich auch der untere Rücken mitbewegt. Im besten Fall wird der untere Atem, die Bauchatmung, wieder zur Gewohnheit, auch im Alltag wird der volle Atem wieder zur Gewohnheit im Alltag, tief dabei auch
Stress zu reduzieren. So wie wir uns über die rückwärtige Muskulatur der Beine gedehnt haben, dehnen wir uns auch nochmal über vorne. Mit der rechten Hand nach hinten fassen, den rechten Fuß fassen, die Ferse heranziehen zum Gesäß. Wenn hier eine große Beweglichkeit herrscht und die Ferse tippt ganz leicht zum Po, kann die Ferse auch neben das Becken rutschen, aber ganz dicht am Körper herangezogen. Ganz gleich, so wie ihr jetzt die Ferse herangezogen haben könnt, haltet ihr das Bein fest und strebt dann mit dem rechten Knie nach hinten unten weg, als wollte das rechte Knie zum linken Fuß. Aus der Leiste noch etwas mehr Länge holen, in den Bauch, geradezu durch die Leiste, in den rechten Oberschenkel hineinatmen. Provoziert ruhig eine starke Dehnung. Die Dehnung über den Hüftbeugern wird auch dabei helfen, einen entspannenden Impuls auf das Zwerchfell zu setzen. Entspannt sich das Zwerchfell, kommt das auch dem Magen zugute. Wenn man immer wieder mit Sodbrennen zu tun haben sollte, könnte das Entspannen des Zwerchfells eine der wichtigen Maßnahmen sein, da Abhilfe zu schaffen. Noch einmal gut durchatmen. Aus, das Bein ausstrecken, Hände aufeinander, Stirn darauf, rechte, linke Körperseite vergleichen. Auch hier dürfte sich eine gewisse Ausdehnung zeigen. Vielleicht erscheint die rechte Seite größer, das rechte Bein ein bisschen länger. Gehen genauso in die andere Seite, rechte Hand dient als Kissen für die Stirn. Den linken Fuß fassen, heranziehen, soweit es geht. Vielleicht sogar neben das Gesäß rutschen. Der entscheidende Impuls ist dann, mit dem linken Knie nach hinten unten wegzustreben, als wollte das linke Knie zum rechten Fuß aus der linken Hüfte noch ein bisschen mehr Länge holen. Die linke Leiste senkt sich etwas mehr zum Boden, in den Bauch atmen, durch die linke Hüfte geradezu in den linken Oberschenkel hineinatmen. Zumindest für 6 ruhige, tiefe Atemzüge bleiben wir hier in der Dehnung. Nochmal gut durchatmen. Und ausstrecken, Hände aufeinander, Stirn darauf, loslassen, locker lassen.
Lassen mit der nächsten kleinen Aktion, dem Bhujangini Mudra, viel Giftigkeit im Körper und vor allem das Gemüt verlassen, indem wir auszischen bei der Oberkörperhebung. In dieses Zischen legt ihr alle Giftigkeit hinein, die ihr noch in euch wisst oder wähnt, das Ganze rauszischen und verabschieden. Um in die Übung hineinzugehen, die Füße schließen, etwas Druck geben mit den Knien oder auch mit den Oberschenkeln zum Boden, dass ihr nicht mehr so sehr ins Hohlkreuz fallt, das Kinn heranziehen, ganz langer Nacken. Hier zunächst vollständig ausatmen, aus, aus, aus und ruhig und tief einatmen, liegen bleiben. Augen auf, auszischend heben, im Kopf, im Oberkörper, heben die Arme gräfeln nach vorne, nach oben gucken, auszischen. Wieder ablegen, tief ein. Mutig rauszischen. Augen auf, ruhig Zähne zeigen. Ein, ablegen. Rauszischen. Ängste und Sorgen, Frust und Anstrengung rauszischen. Alles Toxische, was man in sich trägt, auszischen. Ein ablegen und aus loslassen, Füße, Schultern locker, ruhige, tiefe Atem sich bewegen lassen durch den Atem. Aufzukommen, die Füße wieder schließen, die Hände neben der Brust am Boden abstellen, nicht neben den Schultern, nicht neben dem Kopf. Die Ellbogen ziehen nach hinten, unten zur Taille hin, ganz langer Nacken, Kinn herangezogen. Erst alle Luft raus, aus, aus, aus und aus Rückenkraft. Tief ein, Kopf, Oberkörper heben. Die Arme helfen mit, geben Druck auf die Knie. Aus dem Po nach hinten zu den Fersen bringen. Langer Rücken, lange Arme. Bleiben nach vorne gelehnt. In den Rücken atmen. Wenn ihr das Gesäß und den Beckenboden anspannt, wird die Dehnung über den unteren Rücken in der Lendenwirbelsäule größer werden. Wenn ihr auf die Fingerspitzen kommt, wird die Dehnung im oberen Rücken stärker werden. Deutlich nach vorne streben mit den Fingern. Nicht nur die Arme ablegen, sondern wirklich nach vorne streben. Ruhig und tief ein und aus, sich den Rücken frei atmen.
aufatmen, sich Raum schaffen. Langsam mit einem Einatmen wieder hinaufkommen in den Vierfüßler auf die Hände. Aus hier ankommen, dort wo die Hände stehen, die Ellbogen ablegen, die Finger ineinander verschränken. Holt bitte etwas höher aus den Schultern. Viel weiter nach vorne gehen mit den Ellbogen, Jutta. Die Ellbogen nicht breiter als schulterbreit. Schaut man noch mal hier zu mir. Ellbogen unter den Schultern. Weiter nach vorne, so dass ihr nach hinten schieben könnt. Erlaubt nicht, dass die Schultern jetzt nach vorne kommen, vor die Ellbogen. Ihr schiebt die ganze Zeit nach hinten. Im Rücken neutral gerade sein, nicht durchhängen im Rücken, Bauchnabel so ein bisschen rein und von hier legen wir los. Erst alle Luft raus, aus, 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 das rechte Bein tief ein ausstrecken, über die Ferse dehnen und dann heben, nach hinten schieben, als würde man mit dem Fuß gegen wie eine Wand drücken und aus, ab. Setzen, andere Seite, einlegen, strecken, heben, nach hinten schieben, nicht die Schultern vor die Ellbogen gehen lassen, nach hinten schieben, besser. Und aus, ab, setzen, nochmal. Einrecht, strecken, heben, Fußspitze zeigt runter, nicht nach außen rotieren. Und aus, ab, setzen. Einlegen, strecken, heben, nach hinten schieben, Fußspitze zeigt runter. Aus, absetzen. Einrecht, strecken, heben, nach hinten schieben, langer Rücken. Aus, absetzen. Einlegen, strecken, heben, nach hinten schieben, Fußspitze zeigt runter, nicht nach außen rotieren. Aus, absetzen, einmal zwischendurch atmen. Wieder das rechte Knie, tief ein, ausstrecken, heben, nach hinten schieben. Und aus, das Knie heranziehen, Kopf und Knie ganz dicht zusammenbringen. Ein Ausstrecken, heben, nach hinten schieben und aus, absetzen, andere Seite. Ein links ausstrecken, heben, über die Ferse dehnen, aus, Kopf und Knie ganz dicht zusammen. Ein Ausstrecken, heben, nach hinten schieben und aus, absetzen. Einrecht, strecken, heben, nach hinten schieben und aus, Kopf und Knie ganz dicht zusammenbringen. Ein, ausstrecken, heben, nach hinten schieben, aus, absetzen. Einlegen, strecken, heben, nach hinten schieben, Bauch ist entspannt. Aus, rund, 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 rund. Einstrecken, heben, aus, absetzen, wieder rechts, ein, ausstrecken, heben, nach hinten schieben, aus, rund, 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 rund machen, ein, ausstrecken und heben und aus, absetzen, letztes Mal,
Ein links strecken, heben, nach hinten schieben, nicht nach vorne fallen, mit den Schultern nach hinten gehen. Aus, rund, 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 rund. Nochmal ausstrecken, heben. Aus, absetzen, gut durchatmen. Bring den Po nach hinten zu den Fersen, damit es noch bequemer ist, könnt ihr die Beine etwas rätschen, dass Bauch und Brust dazwischen sinken können, Kopf sinkt. Absichtlich wieder etwas tiefer atmen als gewöhnlich. Kommen dann wieder tief ein, hinauf in den Vierfüßler. Aus, hier ankommen, aus den Schultern so ein bisschen Höhe gewinnen, versöhnen den Rücken ein wenig mit der Tigeratmung. Neutral gerade Rücken, wenn ihr soweit seid, Ellbogen zeigen zu den Seiten. Wenn ihr soweit seid, mit einem Einatmen ein Hohlkreuz machen, den Po nach hinten rausschieben. Brustwirbelsäule runter, immer noch ein, Kopf hoch, Kopf bleibt gehoben, aus, Becken kippen, runder Rücken, ganz zum Schluss den Kopf einziehen. Wieder einatmen, erst das Becken bewegen, Po nach hinten rausschieben, Brustwirbelsäule runter, ganz zum Schluss, Kopf hoch. Aus, 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 atmen. Im eigenen Tempo einige Male, jeweils einatmend ausstrecken, bis ihr nach vorne hinaufschaut. Und aus, rund machen, bis ihr nach hinten schaut, zu den Knien. Und so weiter. Möglichst leicht und weich bewegen. Nur noch einmal. Mit dem nächsten Mal beim Ausatmen haltet ihr den Kopf und den Rücken dann einfach wieder neutral gerade. Treffen uns wieder in der Ausgangshaltung. Ruhig nochmal durchatmen und dort, wo die rechte Hand steht, den rechten Fuß abstellen. Die Hand ganz dicht neben den Fuß und spürt mal bitte, dass jetzt das rechte Knie und die Schulter so ganz kompakt zusammen sind, dass ich hier Halt habt. Und wir hatten in der letzten Stunde hier den kleinen Sonnengruß gemacht. Und was immer wieder passiert, dass man hier mit den Schultern sehr in Schwanken kommt und ausweicht. Und das ist jetzt hier nicht mehr möglich. Ne? Wir bleiben hier schön kompakt und dadurch wird die Drehung etwas intensiver werden. Wir bereiten das vor mit einem Armkreisen, den linken Arm tief ein, erst nach vorne bewegen, über vorne heben, hinauf heben, hinterher schauen, und aus, hinten hinunter, nochmal, ein, nach vorne, nach vorne, nach vorne, ganz durch die Höhe gehen. Aus, hinten, hinunter. Versucht durch die Senkrechte zu gehen. Nochmal. Ein, heben. Und aus. Mal noch einmal. Rein. Und aus. Bleiben dann hier. Gut durchatmen.
Heben seitlich nochmal tief ein den linken Arm hinauf, soweit es eben geht. Und ihr versucht, die Arme in gerade Verlängerung zueinander zu bringen, was tatsächlich eine Herausforderung ist. Rechte Hand auf der Innenseite vom Fuß. Den Fuß weiter nach vorne, so dass man rechten Winkel hat im Knie. Wenn ihr merkt, oh, das ist jetzt aber hier wirklich fordernd, dann legt den linken Arm auf den Rücken und hebt lediglich die Schulter oder ihr kreist auch nochmal zwischendurch, wie wir es vorher hatten, und haltet dann wieder. Wenn ihr merkt, oh, das wird mir jetzt mal wieder viel, dann kreist ihr nochmal und haltet wieder. Armen gerade Verlängerung, zueinander hochstrecken. Ziemlich viel Spannung zwischen den Schulterblättern, Atem geht in den Bauch. Noch einmal tief ein, aus den Armen zurück, die Beine zurück, ruhen wieder nach vorne gelehnt aus, Kopf sinkt. Rücken locker, ruhig und tief ein- und ausatmen. Gehen genauso in die andere Seite, tief ein, wieder hinauf in den Vierfüßler. Aus hier ankommen, dort wo die linke Hand steht, den linken Fuß aufstellen. Schaut, dass das Knie im rechten Winkel steht, dass nicht so etwas entsteht. Ja, das Knie soll nicht über das Sprunggelenk nach vorne gehen. Gehen dann hinein, den rechten Arm tief ein, nach vorne ausstrecken. Heben, 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 hinterher schauen. Und aus, hinten hinunter, nochmal. Ein, heben, 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 über die Senkrechte gehen. Und aus, hinten hinunter, nochmal. Ein, heben, heben, heben. Und aus. Nochmal, ein, heben, heben. Und letztes Mal kreisen und aushalten hier an und durchatmen. Gehen nochmal seitlich hinein, tief einen rechten Arm zur Seite hinaufheben, bis ihr das Gefühl habt, dass die Arme in gerader Verlängerung zueinander stehen. Kinn ist herangezogen beim Drehen des Kopfes. Bleiben hier hochstreben mit der gehobenen Hand, nicht nur hochhalten, hochstreben. Jetzt wolltet ihr zur Decke langen und wenn ihr merkt, na, wird mir zu viel, kreist ihr einfach nochmal rückwärts. Könnt beliebig häufig kreisen. Das hintere Knie darf nach hinten ruhig ein bisschen wegrutschen. Seid da nicht zu eng. Noch einmal gut durchatmen. Und aus den Armen zurück, Beine zurück, ruhen, nach vorne gelehnt aus, Fäuste aufeinander. Stirn darauf und bleiben hier, Ellbogen zeigen zu den Seiten, Kinn herangezogen, dass ihr eher den oberen Teil der Stirn ablegt. Langgezogen und tief ein- und ausatmen. Langsam erst den Kopf heben,
Komm mit geradem Rücken hinauf zum Sitzen. Im Sitzen mit den Händen über den Rücken runter streichen und abwerfen. Nochmal abstreichen. Weg damit. Nochmal abstreichen. Weg damit. Findet bitte einen bequemen Sitz. Auf den Füßen, möglicherweise auch mit Kissen oder Bänkchen, so dass ihr sitzen könnt, ohne dass ihr von den Füßen abgelenkt werdet. Wir gehen in ein kleines Mudra, ein Hasta-Mudra, eine Handgeste, die ganz speziell das Sammeln von Energie begünstigt, Samana-Mudra. Einer der Energieflüsse im Körper führt immer von außen nach innen. Samana Vayus führt immer von außen nach innen und verhindert, dass wir schlagartig alle Energie verlieren. Und dennoch brauchen wir natürlich auch das nach außen fließende Vyana Prana Vayus. Und um zum Ausdruck zu kommen, um ausscheiden zu können, um nach außen gehen zu können, für das Ausatmen auch. Und die ganz simple Geste für Samana Mudra ist diese Geste, in der wir alle Fingerspitzen zusammenbringen, wie so kleine Krönchen. Und die Hände können dann einfach auf dem Schoß gehalten werden, könnten auch so auf dem Schoß gehalten werden. Ich bevorzuge die Handhaltung so, könnt es auch so probieren, wir bleiben eine Weile, ihr könnt also experimentieren, wie euch das angenehmer ist, aber die Fingerspitzen zeigen senkrecht hinauf, dass man sich vorstellen kann, so wie aus dem Himmelsraum Energie auf das Schädeldach trifft, über dieses Energiezentrum hier aufgenommen wird, dass auch Energie hier über die Fingerspitzen aufgenommen wird, gebündelt wird wie so ein Faden und dem Körper zufließen kann. Schultern locker, Augen zu. Die Hände haben so eine ganz leichte Spannung. Kein wirklicher Druck, aber schon so viel Spannung, dass wenn man sich vorstellen würde, man würde eine kleine Perle festhalten wollen oder einen Faden, dass man diesen nicht verlieren würde. Wenn wir so zarte Impulse geben, wie Handgesten, Hasta Mudras, braucht es Sensibilität, Ruhe und auch etwas Zeit, dem Ganzen eine Chance zu geben, auch eine Wirkung entfalten zu können. Die Absicht ist darauf ausgerichtet, Energie zu sammeln. Der Atem fließt in den Bauchraum. Die Aufmerksamkeit bleibt im Oberbauch, im Bereich des Magens, im Bereich von Manipura Chakra, dem Energiezentrum, das wie eine kleine Sonne im Oberbauch vorstellbar ist. Das Hineinatmen in den Oberbauch nährt die Körpermitte. Die Handhaltung Samana Mudra nährt die Körpermitte. So wie Wasser in einem Trichter gesammelt wird, zentriert wird, sammelt sich die Energie zur Mitte hin. Jede Zerstreuung und Ablenkung entgegenwirkend. Ein stimmiger Gedanke zu dieser Absicht, in die Sammlung zu kommen, könnte sein: Ich bin angekommen. Ich bin ganz bei mir. Ich bin angekommen. Ich bin ganz bei mir.
Jeder Atemzug ist ein Kraftschöpfen. Die Handhaltung ist ein Kraftschöpfen. Das Hinwenden zur Körpermitte ist ein Kraftschöpfen. Die Formulierung, ich bin angekommen, ist ein Kraftschöpfen. Ehrlich und sensibel spüren, inwieweit ein Sammeln von Energie nachvollziehbar wahrnehmbar ist. Ehrlich sein, sich nichts vormachen, es aber erlauben, es darf sich sammeln. Energien dürfen sich sammeln. Ich darf mich sammeln. Gut durchatmen. Wir nehmen die Sammlung mit in die Rückenlage, lösen die Handhaltung auf, lösen auch die Sitzhaltung auf, rollen ab in die Rückenlage, das heißt, ihr rollt ab und ich bleibe sitzen. Rutscht euch bitte so zurecht, dass ihr dann gut liegt. Vielleicht auch zudecken, vielleicht eine kleine Erhöhung unter den Knien oder unter dem Kopf. Betrachten nochmal in der Rückenlage die effektiven Veränderungen. So fühle ich mich jetzt. Der Körper lässt sich von der Erde tragen, ganz und gar locker. Mit der Aufmerksamkeit im Bauchraum bleiben, hier die Atembewegung spüren. Ganz weich bewegt sich der Bauch. Die sanfte Atembewegung wiegt den Körper und das Gemüt geradezu in die Entspannung hinein. Zu einem eigenen Zeitpunkt wird sich ein gutes Bauchgefühl, ein Wohlbefinden zeigen. Wenn sich das Wohlbefinden zeigt, dehnt es sich zu allen Seiten hin aus. Nicht nur flächig, sondern räumlich in alle Richtungen, sodass sich auch der Raum um den Körper herum mit einer angenehmen Atmosphäre füllt. Ein Wohlbefinden. So wie es ist, wenn ein Wassertropfen ins Wasser fällt und Kreise in alle Richtungen verursacht,
ist es auch mit der Entspannung, die sich aus der Körpermitte ausdehnt. Jeder Atemzug, der in den Bauchraum fließt, ist wie ein solcher Wassertropfen, der die Information beinhaltet. Entspanne dich. Entspanne dich. Entspanne dich. Und sich in alle Richtungen ausdehnen. Zuschauen, wie sich die Entspannung realisiert. Vielleicht staunen. Vielleicht auch darüber freuen. Aber nichts tun, sondern sein entspannt, sein. Bisschen wie erneuert. Nun sanft den Atem wieder bemerken, tiefer Atem. Langsam mit dem tieferen Atmen wieder bewegen, so wie es sich ergibt. Gemütlich recken, strecken. Treffen uns nochmal im Sitzen. Nehme Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis zusammen, Schultern locker, Augen zu, den ganzen Körper in der Wahrnehmung belassen, im Spüren bleiben. Der Körper hört geradezu zu, wenn wir nach innen sprechen und selbst zusprechen und bestätigen. Jede Zelle meines Seins ist erfüllt von strahlender Lebenskraft. Strahlen des Lichtes durchdringen jeden Bereich meines Lebens. Jede Zelle meines Seins ist erfüllt von strahlender Lebenskraft. Strahlen des Lichtes durchdringen jeden Bereich meines Lebens. Jede Zelle meines Seins ist erfüllt von strahlender Lebenskraft. Strahlen des Lichtes durchdringen jeden Bereich meines Lebens. Nochmal gut durchatmen. Verneigen uns noch einmal, verabschieden uns auch mit der Verneigung. Ich wünsche euch heute einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Gutes Üben euch auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.